Almost, almost. Ik sprak je toen niet. Die ging hier trouwens. Ja, waar je weg. Oké, stop maar. Goed, goed, goed. Jetzt heb ik de slachtoffer, de patiënt. Hebben we dus aan gelijke heuvel gebracht, zoveel mogelijk wie mogelijk waren. Maar we hebben jetzt nog dat er mijn been eingeklemd is. En wat kunnen we maken? Pedaalschneider, dat is een nodig pedaal, maar dat zit met tussen lenkrad en zijn onderbodem vast. Spreizer, of? Wat hebben we nog meer? Oder die kleine cilinder. We moeten oppassen dat die spreizer wijd afgeeft. Wat passiert? De gaat namelijk naar buiten. Voorzicht. Kom maar. Ganz langsam. Weiter fahren. Stopp! Und jetzt wieder die Spanboot weiter. Wetter vorschieben. Ja, okay, weiter mit dem Spreider. Weiter. Okay, geh weiter. Ist gut. Und jetzt? Ja, das ist gut. Okay. So, ein geht die auch rechts. Geht er raus? Geht das? Gut, mach das die B-Seile weg. Und dann drehen wir ganz langsam nach draußen. Ja? Pass mal auf. Ja, okay, gut. Die Spreider war stehen. Wie wollt schneiden? Ist da jemand, die wollt schneiden hier? Jetzt auf Höhe. Doch, komm. Freiwillige vor. Na, setz mal wieder zurück. Ist kein Problem. Okay. Warum habe ich die Schnitte nicht weggenommen? Wenn ich jetzt schneide in die B-Säule, ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht kommt er wieder zusammen oder nicht. Ich weiß das nicht. Die Möglichkeit ist da. Und wenn ich die Zylinder da stehen lasse, habe ich eine Sicherheit eingebaut. Ja? Aber es ist für dich etwas schwerer zu schneiden. Die Zylinder ist weg. Das Gelbe und das Schwarze, das ist die Öl. Nicht in Schneide bitte. Ja? Okay. Ze zullen de eerste niet zijn. Wat meer? Wat zit er om? Bitte, warte mal. Bitte, stopp, ist gut. Warum fängt man hier an und nicht da? Stimmt. Große, starke und fängt hier an, wenn ich viel Kraft habe. Wenn ich da unter hat geschnitten und ich habe hier viel Kraft, was kann passieren? Dann dreht sich oder das B-Säule geht nach innen. Ja? Dus de einsatz die we hier gemaakt hebben, had ze goed gemaakt. En wie voor die arbeidet? Toch? Is goed. Stop, dat gaat niet goed. Want die moest de scheer richtig einsetzen. Hier, geef maar runter. Are you sure?
Okay. Okay. Achtsam bitte. Du siehst, so viel Spannung darin ist. Und jetzt unten, das machst du. Wo ist der? Wo ist mein Schneider? Komm hier. Runter. Schneid runter. Kontrollieren wir die. Okay. Wenn du das jetzt viel Kraft hast, du willst schneiden, geh mal nur ein Seil haben. Vorsicht, Vorsicht. Und das kann nach draußen. Oh, schneide. Ist gut. Halt. Gut. Ja. Wofür durchschneiden? Geht nicht. Warum nicht? Durchschneiden. Dies ist weg. Ich biege es weg. Schau her, ich biege es einfach weg. Ja, okay. Biegen weg. So. Also, aber das machen wir durchschneiden. Nein, das stimmt. Das ist richtig. Hast du das gesehen? Warum will ich untergeschneiden? War unten nicht geschneidet können? Wie die Verstärkung hier. Ja? Vorsicht. So, ist gut. Und jetzt langsam gehen wir gucken, was der macht, wenn die Zylinder wieder inschiebe. Oh, Entschuldigung. Gut, da passiert nichts. Sicher nur ein Kleid auf die B-Saal oder da. Jetzt. Gut. Kantenschutz. Nein. Heißt das? Nee, da kann. Fast steen. Kein Problem. Die dreht sich auch aus. Ja. Okay, und jetzt alle Hilfe mit rausholen von der Patient. Okay, wunderbar. Okay. Okay, komm alle zusammen. Da geht er wieder. Da geht er wieder. Gut. Was wir jetzt gemacht haben, sind verschiedene Möglichkeiten. Es ist ein schwieriges Unfall und ihr habt verschiedene Möglichkeiten, um das Patient rauszuholen. Und wir haben das verschiedene wie heißt das? Geschehen. Ja? Ich mag einen Vorschlag, bau alles wieder terug. Ja? Und dann habe ich nog een kleine nachtbesprechung. Geschenken. Aha. Vandaag een drink. Goed. De kop eraf. Kraki. Hoi. Kraki. Kraki. No. En de herdeling. Hebben wij ons best gedaan? Die duif is gekloten. Oké, alles samen. Goed. Dank je.